Was geht ab? In diesem Format möchte ich mit euch über eine meiner absoluten Lieblingsanime sprechen, nämlich Love is War. Aber darüber hinaus geht es um die Liebe, denn dieser Anime ist wirklich das perfekte Beispiel, warum es ein Missverständnis gibt zwischen zwei liebenden Personen, warum es so viel Kummer, Leid, aber auf der anderen Seite so schöne Momente geben kann und warum Liebe wirklich Krieg ist. All das wie immer für euch nach dem Intro. Diese Videoreihe ist ein Produkt, welches sich mit den verschiedenen Phasen der Liebe auseinandersetzt. Die Intention hinter dieser Reihe soll das Bewusstsein für die zwischenmenschlichen Beziehungen sowie das Verstehen und Deuten von Worten, Handlung, Mimik und Gestik fördern. Zur Untermalung der Inhalte wird der Anime Love is War exemplarisch eingebunden. Die folgenden Aussagen in der Videoreihe sind überwiegend auf eine distanzierte, rationale, objektive und zukunftsorientierte Art und Weise zu vernehmen. Liebe ist Krieg, die ungefilterte Wahrheit. Wir leben in einer Welt, in der die Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit verschwimmen können, in der die Wahrnehmung oft durch eine rosarote Brille getrübt wird, die wir uns nicht erklären können. Können Sie Wahrheit und Lüge unterscheiden? Dazu müssen Sie über Ihren Tellerrand hinausgehen und Ihren Geist dem Unglaublichen öffnen. Die oft verletzende Wahrheit. Was geht ab? Mein Name ist Kado Akian und ich begrüße euch alle ganz herzlich zu der allerersten Episode des neuen Formates. Heute möchte ich mit euch über wunderbare Sachen reden, nämlich die Liebe. Wir kennen es alle. Es gibt mehrere Stufen, die der Anfang des Endes sind, die der Anfang zu etwas Wunderschönem, aber auf der anderen Seite auch zu etwas sehr, sehr Traurigem und Verletzenden führen können. Und genau deshalb geht es um Liebe ist Krieg. Warum das so ist, möchte ich euch gleich erstmal erklären. Wir alle kennen es, egal ob in der Grundschule, in der Realschule, auf dem Gymnasium oder später irgendwann in der Uni, auf der Arbeit, irgendwann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass wir alle mal in diese Lage kommen. Wir verlieben uns, wir sehen eine Person, die uns irgendwie gefällt, sie ist sympathisch, vielleicht haben wir mit der Person mehr zu tun, sind in irgendwelchen AGs, im gleichen Kurs, in der gleichen Stufe. Man hat vielleicht einfach den gleichen Freundeskreis, unabhängig davon, wie sehr man mit dieser Person interagiert. Natürlich, umso mehr, umso besser kann man irgendwie Gefühle aufbauen, denkt man zumindest. Das heißt, man ist verliebt. Verliebt zu sein, Verliebtheit zu äußern, heißt nicht wirklich, dass man wirklich liebt. Ja, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Also, wir denken aber, wir haben uns verliebt, weil die Person so wunderbar ist. Jetzt fragen sich vielleicht einige Leute von euch, warum ist Verliebtheit nicht das gleiche wie Liebe? Weil Liebe einfach ein Prozess ist. Ein Prozess, der mit der Zeit immer besser wird, immer mehr voranschreitet. Das heißt, etwas zu lieben, was du nur für einen sehr, sehr kurzen Moment wahrgenommen hast, ist fast unmöglich, gerade in Bezug auf eine Person. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber in der Regel ist das ein Prozess, der mehrere, Minuten, Stunden, Tage, Monate, Jahre dauern kann. Also, wir sind am Anfang, man verliebt sich und dann entschließt man sich so, okay, komm, irgendwie muss ich der Person das mitteilen. Ja, hier gibt es verschiedene Arten. Macht man das auf die Art, macht man das auf die Art, sendet man Signale, die aber missverstanden werden können und so weiter und so fort. Der einfachste Weg, egal wie schmerzhaft er auch sein mag, weil viele Leute gehen nicht diesen einfachen Weg. Denn dieser Weg ist wahrscheinlich eine große Möglichkeit, verletzt zu werden. Ja? Und das ist etwas, was wir nicht wollen. Aber trotzdem, es ist der einfache und der beste Weg. Wenn du eine Person magst, solltest du zu dieser Person hingehen und es ihr sagen. Wenn du das dieser Person direkt sagst, hast du die Wahrheit. Sie sagt entweder, ich mag dich nicht, das ist quasi ein Korb, ja, dann bist du zwar verletzt, aber du weißt, woran du bist. Das heißt, es macht keinen Sinn mehr, dieser Person irgendwie nachzulaufen oder sonst was zu machen. Es ist einfach verschwendete Zeit, den Aufwand zu betreiben, eine Ablehnung, eine Abneigung irgendwie probieren zu verändern, zu kitten. Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist sehr, sehr gering, zumal das dann nach wahrscheinlich sogar in das Thema Belästigung gehen würde, was wir auch nicht machen wollen. Das andere Szenario ist, oh, ich fühle mich geehrt, ich weiß es aber noch nicht. Das heißt, sie ist überrascht, sie weiß es noch nicht. Sie braucht vielleicht Zeit, um herauszufinden, was sie genau fühlt. Oder das Beste ist natürlich, was wir uns alle wünschen, was ich jedem von euch wünsche, ist, man gesteht seine Liebe, was auch immer, und dann sagt die Partei, die andere, ja, ich mag dich auch. Und dann ist man endlich, ja, ein Paar. Das heißt also,
Es gibt unterschiedliche Schritte. Phase 1 ist, verliebt zu sein, irgendwelche Gefühle zu entwickeln, ob man jetzt eine Person mag oder lieb, ist jetzt egal, du magst die Person und du willst irgendwie mehr Zeit mit ihr verbringen. Ja? Dann ist es ganz, ganz wichtig, diese Liebe zu gestehen. Hier sehen wir natürlich wunderbar, dass es in dem Falle hier der Mann ist. Ja? Und dann kann dieses trübe, triste Dasein, welches man nicht hatte, auf einmal sich komplett umwandeln, ja, in ein wunderbares Etwas, in ein nie dagewesenes Gefühl, das Gefühl der Unbesiegbarkeit, das Gefühl der unendlichen Glückseligkeit und so weiter und so fort, ist dann quasi, wenn du die Liebe gestanden hast und eine Erwiderung in Form eines Ja's kommt, ja, dann ist der nächste Schritt, man ist ein Paar und man lebt gemeinsame Zeiten. Ja, das wunderbare Gefühl. Und jetzt muss ich euch aber kurz reingrätschen. Das ist dieser optimale Sollzustand. Der Anfang. Man weiß ja auch nicht, wie es in dieser Beziehung sein wird. Ja, das ist dieser optimale Anfangszustand. Aber jetzt kommt's und ich sage euch, Liebe ist Krieg. Und warum Liebe Krieg ist, möchte ich euch erklären. Denn es hat sehr, sehr viel mit Psychologie zu tun und es hat sehr, sehr viel mit dem Ego zu tun. Das Ding ist, wir alle reden immer darüber, ja, ich bin verliebt und sie ist auch verliebt und ja, ist ja alles so wunderbar und toll. Aber wie ist es denn wirklich? Denn andere Personen können nur das wirklich wissen, was sie von anderen erfahren, was wirklich gesagt wird. Ja? Meistens kann man auch irgendwelche Leute mit Worten aus der Reserve locken. Ja? Aber im Endeffekt zählen die Handlung und die tatsächlichen Gedanken, wie du das dieser Person äußerst. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt Liebe ist Krieg. Was ist denn, wenn ich euch sage, wenn du einer Person die Liebe gestehst und sie ja sagt? Dann weiß sie ja trotzdem, dass sie dich liebt. Und du weißt nicht, wie sehr sie dich mag. Wisst ihr, was ich meine? In der idealen Vorstellung, die wirklich fast niemals Realität wird, ja, das ist ganz, ganz ein schmaler Grat, den ihr wirklich beachten müsst. Das ist hier wirklich der perfekte Fall, ist eine Beziehung 50-50. Das heißt, sie ist auf Augenhöhe, auf gleichem Niveau. Das Ding ist aber, wenn du einer Person von vornherein sagst, sie liebt dich, oder du liebst sie und sie ja sagt, dann weißt du aber nicht, wie sehr sie dich liebt. Das heißt, es könnte sein, du liebst sie zu 80% und sie findet dich okay und sagt dann einfach ja. Aber du weißt nicht, aus welchen Gründen sie ja sagt. Möchte sie einfach nur einen Freund haben? Mag sie dich wirklich? Verarscht sie dich und so weiter und so fort? Das weißt du gar nicht. Das sind alles Sachen, die du dir jetzt überlegen kannst, wo du dir Sorgen machen kannst und so weiter und so fort. Das heißt also, es ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, sehr, sehr hoch, dass am Anfang dieser nicht perfekten Beziehung, was du ja noch gar nicht wissen kannst, ein Ungleichgewicht herrscht. Ja? Das heißt, die Fronten sind verlagert. Der, der quasi sich zuerst in eine Person verliebt, ist meistens derjenige, der am schlimmsten leidet, wenn diese Beziehung vorbei ist. Der sich auch am leichtesten und am einfachsten in dieser Beziehung manipulieren lässt, aus Angst davor, dass er verlassen wird. Das heißt also, die Person, die mehr für den Partner empfindet als die andere, ist quasi am Arsch, hat die Arschkarte und sitzt nicht am längeren Hebel, sondern sitzt da unten. Ja? Und das heißt also, meine lieben Leute, ganz, ganz wichtig, dass es von Anfang an Krieg ist. Es ist psychologische Kriegsführung. Aber so sollte man natürlich immer nicht denken. Wir haben hier auch wunderbare Gesichter, ja, um genau zu sein, zwei wunderbare Szenen, wo wir wirklich so two-faced sehen. Ja, auf der einen Seite diese Freundin, die wir uns vorstellen, die so übelst nett ist. Aber dann sehen wir ab und zu mal dieses wahre Gesicht, ja, dieses unterdrückende Gesicht. Du kaufst mir jetzt das und das und das und das und das und das. Es kann natürlich auch andersrum sein, ja. Also es ist egal, ob jetzt quasi die Frau den Freund ausnutzt oder der Mann die Freundin ausnutzt. Das ist total irrelevant. Oder ob du jetzt ein Mann bist und einen anderen Mann magst oder eine Frau eine andere. Das ist komplett egal. Aber es ist kein allzu, ich sag mal, fiktives Szenario, dass das wirklich eintreffen kann. Und deshalb ist Liebe Krieg. Und das war im Endeffekt das Opening, das Intro, worum es hier geht. In diesem Anime und generell auch die ganzen nachfolgenden Sachen, die ich euch mitteilen werde, werde ich euch über den Anime Love is War vermitteln und über diese beiden Protagonisten, die zusammen in einem Schülerrat sitzen und sich lieben, aber keiner möchte den ersten Schritt machen. Ich möchte das Ganze beenden mit einer meiner Lieblings selbstgebastelten Sätze und zwar Kommunikation ist alles. Wenn jeder dieses Credo, diesen Satz für sich verinnerlicht, Kommunikation ist alles, wäre die Welt viel einfacher. Aber die Welt hätte dann weniger Magie.
Denn Liebe hat wirklich nicht viel mit Rationalität zu tun. Und genau das ist das Paradoxe in diesem Format. Wir probieren das Ganze nämlich mit rationalen Zügen zu betrachten. Ich hoffe, ich kann euch mit diesem Video etwas weiterhelfen. Ich hoffe, ihr bleibt am Ball. Ich hoffe, ihr schaltet ein bei den nächsten Episoden. Und ich sage euch wirklich, dass egal wie viele Leute zugucken, die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass ich euch dieses Bewusstsein etwas verändern kann und dass durch dieses Bewusstsein und durch diese Wahrnehmung eure Wahrnehmung verändert, ja, zum Positiven. Denn ganz oft treffen Leute falsche Entscheidungen aufgrund von Emotionalitäten, von emotionalen Faktoren. Und das ist nicht gut. Ja? Wenn ich, ein kleines Beispiel, um das Video vielleicht abzuschließen, man soll nicht über Rot, ja, bei Rot über die Ampel gehen. Stellt euch vor, ihr seid verliebt, eure Freundin ist da, ihr wollt so auf krass machen. Ja, komm, wir laufen bei Rot über die Straße, Auto kommt, du bist tot. Ganz einfach. Warum? Weil ihr cool sein wolltet. Ihr habt euch irgendwie emotional getriggert gefühlt, um jemandem etwas zu beweisen. Man kann das aber auch in der Beziehung so machen, dass man sagt, ja komm, ich probiere gar nichts zu beweisen, ich laufe einfach bei Grün über die Ampel. Das war ein wunderbarer Vergleich, der wahrscheinlich gar nichts damit zu tun hat, aber ich glaube, dieser Vergleich hat genau das bewirkt, was er bewirken soll. Nämlich euch dieses absurde Verhalten bewusst zu machen. Ich bin Kado Akai, bis zum nächsten Mal.